Hey Leute, ich bin Jenny und heute gibt es mal ein Ask Jenny 2. Bevor das Video anfängt, möchte ich mich erstmal entschuldigen, weil nicht alle Fragen mit ins Video reinkommen können. Einfach weil es so viele Fragen waren und deswegen seid mir bitte nicht böse, wenn ihr nicht mit im Video seid. Mein Zimmer ist so krass unordentlich, zum Glück seht ihr nur diese Box. Und ihr seht schon, ich laber mal wieder zu viel, also fangen wir mal an. Was ist dein Lieblingsfood? Pizza. Eindeutig Pizza. Ich könnte Pizza heiraten. Ich liebe Pizza. Würdest du in der Zukunft mal mit einem Abonnent etwas unternehmen? Klar, kann ich machen. Warum nicht? Ich meine, ihr seid auch nur Menschen. Und es ist doch eigentlich voll cool, die Leute zu treffen, die meine Videos gucken. Von daher würde ich eigentlich machen. Und dann fragt sie noch... Warte, das bist doch du, Kim, oder? Ja. Hey, Kim. Kim fragt noch, was hat dich zu YouTube bewegt, gebracht? Ich habe mir ganz normal YouTuber auch angeschaut und die hatten einfach so viel Spaß dran. Also sie haben immer gelacht und man hat einfach die Freude gesehen, die sie beim Videodrehen haben. Und ja, ich wollte das dann auch mal probieren und ja. Auf welche Schule bist du und hast du vor, das Abi zu meistern? Ich bin auf einer Realschule und ich möchte nach der Realschule Fachabitur machen. Ja, dann wäre ich relativ zufrieden. Mit welchem Alter hast du deinen ersten Freund gehabt? Ich hatte noch nie einen Freund. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem Video gesagt. Was machst du, wenn du Langeweile hast? Das. In welches Land willst du mal reisen? Ich will in so viele Länder reisen. Ich möchte am liebsten die ganze Welt sehen. Aber ich möchte auf jeden Fall mal nach Thailand, mal nach Dubai, mal nach Ägypten. Und oh, es gibt so viele Länder, die ich besuchen möchte. Es ist einfach keine Ahnung. Was ist dein Lieblings- und was dein Hassfach? Mein Lieblingsfach ist auf jeden Fall Englisch. Ich liebe Englisch. Und mein Hassfach ist Mathe. Wirklich, ich bin so schlecht in Mathe. Ich hasse Mathe. Schon bei Brüche ist bei mir auch, ganz ehrlich. Hast du einen Freund? Nein, ich habe keinen Freund. Ich hatte auch noch nie einen Freund. Ja. Yeah. Who is Shannon? Who the fuck is Shannon? Just kidding. Shannon is just a girl from school. Wer ist dein Lieblingssänger, Sängerin? Ich habe so viele Lieblingssänger und Sängerinnen. Keine Ahnung, ich mag verschiedene Sänger. Adele, Justin Bieber, keine Ahnung, ich mag richtig viele Sänger. Bin ich im Video? Nein, Spaß. Bin ich im Video und kannst du mich mal grüßen? Klar, wie heißt du denn? Liebe Grüße an Janine. Mich würde erstmal interessieren, ob du Haustiere hast. Ja, ich habe einen Kater. Wenn ich ein Bild habe, dann blende ich das jetzt hier ein. Und wenn nicht, dann halt nicht. Hast du Schule? Ich hasse nicht generell die Schule. Ich hasse einfach nur das Gebäude, die ganze Atmosphäre, die Hausaufgaben, die Arbeiten. Und das früher aufstehen. Gibst du deine Nummer weiter? So, und diese Frage wurde mir so oft gestellt, deswegen muss ich die jetzt einfach beantworten. Nein, ich gebe meine Nummer leider nicht weiter. Nicht, weil ich denke, oh, ich mache ein paar YouTube-Videos, ich bin viel cooler als du und keine Ahnung. Das ist es nicht. Es ist einfach so, dass ich meine Nummer nur an Leute gebe, die ich privat kenne und mit denen ich schon so einigermaßen guten Kontakt habe. Aber halt nur denen gebe ich meine Nummer. Das heißt auch, dass ich ziemlich wenig Kontakte habe. Also nein, ich gebe meine Nummer nicht weiter. Seid mir bitte nicht böse, wenn ich schreibe, nein, ich gebe die nicht weiter. Es ist wirklich nicht böse gemeint oder weil ich euch nicht mag oder so. Hast du Twitter? Ja, ich habe Twitter, bin da aber total inaktiv. Das heißt, ich tweete nicht und keine Ahnung. Also ich mache da überhaupt nichts, aber... ich hab's irgendwie trotzdem. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir da auch ruhig folgen. Ich blende meinen Namen jetzt hier ein oder einfach in der Infobox, keine Ahnung. Ich folge euch dann auch bestimmt zurück. Vielleicht fange ich jetzt auch mal an zu tweeten, keine Ahnung, mal gucken. So, das war's jetzt auch schon mit meinem Ask Jenny 2. Ich habe wirklich versucht, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Ansonsten hoffe ich mal, dass das Video euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo wäre auch mega nice, ist natürlich eure Entscheidung. Und dann gehe ich jetzt mal essen und tschüss.